Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten TRW-Koppelstangen-Pendelstützen als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern. Für den Wechsel der Koppelstange-Pendelstütze an deinem Fahrzeug müssen die Räder abgenommen werden, damit du vollen Zugang zum Federungssystem hast. Hebe den vorderen Teil des Autos an. Stelle das Fahrzeug auf die Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial »Deinen Wagen sicher anheben« anzuschauen. Vergiss nicht, die Räder unter das Fahrzeug zu schieben. Das Gelenk der Koppelstange verbindet die Koppelstange mit den Stoßdämpfern, um die Räder jederzeit am Boden zu halten. Die zu entfernenden Teile sind häufig verklemmt. Du kannst sie abbürsten und ein Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Löse und entferne dann das obere Kugelgelenk der Koppelstange. Nimm dir dazu einen 16er Schlüssel und einen T30 Torx Maulschlüssel zur Hand. Bremse die Drehung des Kugelgelenks mit dem Torx-Einsatz und entferne die Mutter mit dem Maulschlüssel. Wiederhole den Vorgang am unteren Kugelgelenk. Entferne die Mutter und dann das Gelenk. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten TRW-Teile und Produkte als Link in der Beschreibung. Nimm dir das neue Gelenk der Koppelstange zur Hand. Entferne die mitgelieferte Mutter. Bringe die Koppelstange wieder an. Schraube die Mutter wieder etwas an. Ziehe die Mutter mit einem 17er Maulschlüssel und einem T30 Torx Maulschlüssel wieder an. Ziehe die Mutter mit einem Drehmomentschlüssel fest. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!